So, da müssen wir den reinhauen. Echt, ja? Oder? Halt, stopp. Der hat doch eben aufgeblinkt. Okay. Ah! Guck mal, da. Jetzt haben wir den König oder sowas. Schon wieder eine Rolle. Der spielt hier eine große Rolle. Diese Rolle. Völlig von der Rolle hier. Jetzt hör auf und spiel deine Rolle. Ihr seid hier keine Statistenrollen. So. Na, zieh mich mal ein bisschen. Ich habe hier genug geleistet heute. Na gut. Moment, ich muss noch gut aussehen. Sieht als Hochzeitsreise an. Ja. Das hat so ein bisschen was Anmutiges. So, genau. Verschwinde. Jetzt kommst du nicht mehr rauf, weil du nicht schnell genug bist. Kann ich ja hier noch so einen Dodge-Sprung machen? Ja, kann ich. Nein, nein, nein. Guck an, wie gut ich bin. Verpiss dich einfach meinen Wagen. Nein. Die Steine kommen wieder. Ja, die kommen wieder. Wo machen Steine? Das sind die Steine von Shredder. Die kommen immer wieder. Ich bin so ein Metallklumpen mit Magneten. Oh, spring hoch. Oh, du bist so eine Spaßbremse. So wie sehr. Oder so, unten sind schon wieder die. Die Masochisten. Die mutierten Fledermäuse. Meine Geisterbrücke. Das ist ganz schön. Ich habe sie. Na, dann laufen wir. Ha, guck mal, was ich kann. Guck mal, was ich kann. Ha, ich bin Tarzan. Mann, wie was die hier lässig am App hängen sind. So, Moment, bleib mal. Genau, bleib mal beim Wagen. Ich dachte, ich bin. Guck mal, hier sind zwei Sterne. Vielleicht gibt es bestimmt zwei Schwierigkeit, Sterne. Oder? Der Strecke. Schwierigkeit der Strecke wird das sein. Nee, oder Schwierigkeit hier für dem Geheimnis, da ranzukommen. Vielleicht ist da oben wieder so ein vibrierender Stern. Ich liebe vibrierende Sterne. Ich hab schon 50 davon. Und es werden immer mehr. Im Internet bestellt. Bei vibratingstars.com. Hey, wo willst du hin? Hier ist doch irgendwas. Ja, dann. Komm doch nicht hoch, weil du hier immer so viel. Ja, komm, du hast jetzt allen Freiraum der Welt. Oh. So, Moment, ich zeig dir das. Zeig mir was. Und jetzt hol meinen Wagen. Ich hol den Wagen hier. Ich muss aber einen Euro reinstecken. So, jetzt zieh du. Ich kann nicht, ich komm nicht ran. Ist das dein Ernst? Ich kann ihn nicht anfassen. Ach, weil die andere. Moment. Das kann man ja umgreifen. So, jetzt. Mensch, Brunhilde. Brunhilde war eine tolle Frau und im Bett eine geile Sau. So, ich ziehe. So, ja genau, zieh du. Jetzt musst du irgendwie hoch, oder? So? Ja, 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 mach, mach. Ja, lass fallen und dann zieh ich ihn. So. Zieh hoch, zieh hoch. Jetzt kommst du nicht mehr hoch. Ne? Das ist nicht so schlimm, du kannst dich ja draufstellen und selber das Ding hochziehen. Wenn du es gerade hinstellst, das Teil. Ich sagte gerade hinstellen. Komm, ich mach dir das fest. So, warte, guck mal, jetzt kannst du erstmal dran lutschen. Lutsch, du Sau. Ja, was soll ich jetzt hier mit? Das gefällt mir gar nicht. Du hast gesagt, du würdest nicht mehr so experimentieren. So, halt du fest. Ich halt fest. Mach ein Stück anziehen. Ja, das ist. Na komm schon. Sobald der die Wand berührt. Also ich weiß auf jeden Fall, was da nicht ist. Sportstudent. Das gibt's doch nicht. Deswegen die zwei Sterne. Die stehen wahrscheinlich für den Intelligenzquotienten oder so. Ach, ist doch cool. Mach das jetzt. Sei doch nicht so. Geschicklichkeitsspiele. Ist das ein Geschicklichkeitsspiel, ja? Das ist ein Physik-Game. Halt, stopp! Vielleicht ist da was! Na gut. Vielleicht macht das nur Sinn, wenn wir von oben ranfahren. Guck mal, hier ist nämlich noch was. Boah, guck mal, wie hoch das da geht. Jetzt komm nochmal. Alter Schwede, ich komme. Ich schiebe von hinten. Okay. Guck mal, was da noch gewesen wäre. Na, siehste. Und ein Check, siehste. Und du wolltest. Ich wollte wieder den schweren Weg gehen. Ja, ja, wie immer. Ja. So, jetzt zieh doch mal an. Mensch, Vibe. Zeig mal, dass du Cojones in der Hose hast. Ist ja aufregend. Ja, das hat uns jetzt gebracht, oder was? Naja, wir haben erstmal auf jeden Fall nichts gewonnen. Vielleicht hätten wir da so schwingen müssen? Ich liebe schwingen. Da werde ich immer leicht unruhig bei solchen Sachen. So, zieh an. Ich zieh an. Vibe. Jawohl.
Vorwärtsmarsch. Ah, halt, ich muss hier bestimmt irgendwas anderes machen. Ah, man kann sich auf den Wagen... Ja, auf den Wagen stellen und dann... Ja, okay. Ah, also, warte mal. Unser neuen Sprungmove. Ich habe eine Idee. Eine muss von unten festhalten, oder? Kann das sein? Den Wagen. Mhm. Okay. Immer. Willst du oben oder unten sein? Ich will unten sein. Weil ich hab den Flock, ich kann den festflocken. Alles klar. So. Wenn es überhaupt geht, ich weiß es nicht. Wir probieren. Schieb du den mal durch und halt den mal oben noch fest, bevor du den da fahren lässt. So. Ja. Ein Stück nach vorne. Moment. Ja, mach mal. Genau, halt, mach mal ein Seil ran. Dann. Genau, jetzt ist mal Seil. Mehr Seil. Du kannst hier, kannst du Seil lassen, wenn du nach unten drückst. Ach! Kannst das Seil das hab ich länger eben machen. Nein, ich werde überfahren! Danke. Tu mal mit deinen Spielchen. Dann nehme ich mir noch einen Keks. Fesselspielchen, so. Ach, ich nach unten drücke, das ist das Seil. Alles klar. Weiß ich was? So. Moment, pass auf. So, lass mal los. Haha, jetzt müssen wir nur den Wagen noch holen. Hey, Moment. Vielleicht klappt das ja noch. Bestimmt. Ah. Nein. Ja, Unhilde. Noch weiter, ich bin weg. Start erneut. Ja. Na toll. Ich komme. Zieh mir nur was Neues an. Bin schon ganz durchgeschwitzt. Toilettenpause, was macht sie denn da? So, gleicher Trick nochmal. Soll ich hoch, oder? Ja, du kannst es doch so. Vielleicht kann ich mal so festmachen. So. So, halt dich fest. Dann musst du da rüber springen bestimmt. So. Genau. So. Lass mal rollen, nicht kicken. Halt dich gut fest. So. Brauchst du mich dafür jetzt irgendwie noch? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich aber. Oh. Oh. Du kommst ja nicht anders hoch. Doch, lass mal ein Stück runter. Lass mal ein Stück runter, dann komme ich hoch. Weiter. Mehr Seil. Super, ziemlich. Ja. So, und jetzt, genau. Komm. Ganz genau, so. Oh, sind wir ein paar Künstler oder was? Unglaublich. Los, so. Hoch. Hoch mit dir. Ah, ein Kristallschädel. Indiana Jones. Indy, wo bist du? Ich komme die Außerirdische. Ich sag doch, die Fledermäuse sah nicht normal aus. Ja, bestimmt. So, 2050 in der Portokasse. So, aber da oben ist noch einer. Ja, wo denn? Da oben, also, nee, da war so ein Kristall, aber... Echt? Die Kristalle. Komm, lass es. Lass es sein. Wir kommen später wieder, wenn wir neues Equipment haben. Wenn wir Portal Guns besitzen. Lichtschwerter. Wilden Kohlrabi und Raps. Mann, das ist eine wilde Fahrt. Ich schoß mir voll die Arme. Fahr mit dem Karren, haben sie gesagt. Das wäre Spaß, haben sie gesagt. Das tut nicht weh, haben sie gesagt. Du kannst schön fahren, ich mache hier den Tarzan. Siehst du, weil Brunhilde wieder aufpasst. Das hat aber beim zweiten Mal spätestens ausgefallen. Es wird kein zweites Mal geben. So, hier ist noch ein, warte. Ja, du darfst es da runterlassen. Ich vertraue auf dich und deine weisen... Weissagungen. Ich geh mal gucken, was hier noch ist. Warum? Ich hab da noch was. Moment, oh. Da ist ein Schwert. Jetzt warum haben wir kein Gold mehr? Was ist passiert? Haben die alle unser Gold geklaut? Sieh mal, er meinte, das sind Plünderer. Sag jetzt. Jetzt ist alles weg? Mach keinen Scheiß. Vielleicht, wenn wir die irgendwie klein kriegen. Vielleicht muss man die überrollen oder so. Was soll das? Das finde ich jetzt nicht gut. Die Portokasse ist leer. Scheiße. Ja, Flitterwochen sind gestrichen, ne? Weißt du? Flitterwochen mit dir vor allem. Ah, oh, ne, guck mal, ist noch alles da. Oh, da unten ist alles weg. Was ist denn die da los? Ich verstehe das nicht. Ja, zieh. Jetzt wollten beide springen. Pass auf, du springst hoch und ziehst hoch. Ich zieh hoch. Lass los. Ich komm jetzt nicht ran, lass los. Ja, tu ich. Ich komm aber nicht ran. Jetzt? Nee. Ach, Mensch, Mann. Was soll das? Warum machst du denn so einen Cheat? Müssen wir überhaupt oben lang? Tatsache. Wir können auch links hoch, aber dann nee, geht's noch. Ja. Na, okay, wir gucken mal, was da links ist. Gut.
Erkunden wir den Dungeon. Hey! Hey! Sie bräuchte jetzt so eine Peitsche. Jetzt brauchst du Peitschen einfach. So. Ah, lass du bräuchtest eine Rasur-App. Wie du aussiehst. Das ist doch hier kein Bart. Das ist so. Pflaumen. Hipster. Katzenpflaumen. Gekauft. Beim Alchemisten um die Ecke. Oh, jetzt sind wir hier katzenartig am Rumdiven. So, Ah gut, wir hätten ihn tatsächlich da runterhängen lassen müssen. Hm. Ja, und nun? Na gut. Können wir ihn über uns rüberrollen? Zieh ihn mal über mich rüber. Vielleicht geht das. Warum? Hm. Doch, das geht. Pass auf. Ah! Zieh nochmal über mich rüber, dass er auf meinem Kopf ist. Moment, Moment. Warte, ich geh ein Stück runter. Jetzt. Ah, so ein Scheiß. Egal. Scheiß drauf. So. Hier können wir noch was nächste. Ah, halt ihn fest, ich fall sonst Moment, runter. Moment. Ah, so. Ich hab dich. Ich fürchte mich so. Lass mehr Seil. Sehr gut. Ich zieh das Ding auch ganz fest ran hier. Sehr schön. So. Aua. Zieh dich doch mal ran, Mensch. Ach ja. Da war ja noch was. Jawohl. Was machst du heute Nachmittag? Ich bin ein bisschen ab. Wir charioten hier ein bisschen rum. Mit meinem toten Vater. Och, jetzt hast du den Sprung kaputt gemacht. Hat alles funktioniert. Das war, glaube ich, der lameste Sprung in der Geschichte der Spielehistorie. Sagt man das so, Spielehistorie? Du kommst da nicht. Ist ja gut. Oh, ich geb mal. Ja! Oh, tatsächlich! Sie haben Mitleid mit uns. Und jetzt aber hier. Oh! Die wilde Fahrt. Jetzt kommen hier sind Fledermäuse. Jetzt kommen die Fledermäuse. Okay, warte, ich geh vor. Nein, lass den Wagen. Vielleicht klauen die was. Ich hab ihn. Das ist aber nicht gut, was du so, guck da mal. Unten. Ach, jetzt müssen wir tatsächlich an diesen Löchern vorbei. Nee, die kommen wirklich. Nee, wir müssen oben lang, sonst klauen die alles. So. Mach mal doch. Glatt. Na. Und dann kommen die da bestimmt raus. Warte. Ja, die kommen. Nein! Sie klauen! Oh, alles ist weg! Diese Schweine! Töte sie! Sie haben es verdient! Auf den Poden mit ihm! So, ach, okay, wenn du sie besiegt hast. Dann? Dann kriegst du dein Gold wieder. Ach so? Jetzt haben wir wieder 3000. Du verlierst es bloß so lange, bis alle noch. Alle rumrennen. Dreist. Guck sie dir an, die Arschlöcher! Die Ratten, die. So. Töte ihn! Da ist es wieder. Was hast du denn da gebaut? Ein Perpetuum mobile. Richtig. Komm schon wieder nicht ran. Zieh, Meister Proper, zieh! Jetzt. Komm schon wieder nicht ran. Es ist doch zum Mäusemelken. Komm hoch, huldige dem König. Ah, warte mal, Jungs, so, ja, genau, da ist noch was. Ja, ist da noch was? Bestimmt. Ja, sonst. Oh, da hast du aber Reflexe wie ein Adler. Und ein zitternder Aal im Herbst. Herbst. Moment, ich zähle. Ach, da ist echt noch eine Ebene. So, lass mal los. Okay, er kommt da echt nicht ran. Warte, lass mehr rein. Ah, okay, jetzt. So. Ich muss abnehmen. Dann wird das für uns beide leichter. So, Nein. Jetzt. Da! Ah, Barbara Streisand! So, mal. Okay. Moment. Ah, nein, stopp, Alter! Ah, zieh dich hoch! Ja, und jetzt spring rüber. Du Guter. Und jetzt nimm den Wagen. Nimm den Wagen und lauf! Alleine kannst du es schaffen. Ah! Was ist das für ein Zerdelta-Schädel? Noch ein Indiana Jones-Kristall. Ich mache hier schon mal die Bretter kaputt. So, ich finde es mal lustig, wie sich der Kopf noch nachdreht, wenn der Kopf übersteht. So, so. Ausgefunden? Werte Lords, werte Ladies. Leiht mir euer Ohr. Brüchige Wände können ebenfalls durch einen. So, können wir mal gucken. Wir haben ja eine Rolle, ja, ne? Du hast ja noch was anderes entdeckt gehabt, oder? Ein König oder sowas. Da, guck. Königliche Laterne. Tragbares Licht für 2 Personen. Das musst du, glaube ich, machen, oder? Ach. Oder ist das richtig? Nee.
Ach, wir brauchen davon eine zweite. Oh. Wo kriegen wir die Scheiße jetzt? Ja, aber die macht ja auch nur hell, ne? Ja, aber dann konnten wir dann in den Dungeon rein. Hm, na gut, vielleicht finden wir sie noch. Was war das jetzt? Gewölbe? Achso, das ist. Achso, die Erfolge quasi. 6 von 75 Kristallschädel. Na dann. Was ist das? Was ist dazwischen? Wollen wir hier nochmal rein? Guck mal, da oben war noch so eine. Sowas mit so einer Krone. Ach, da ist echt. Okay, ja. Ach, siehst du, guck mal, das ist nur Eingang B. Den haben wir. Den haben wir noch gar nicht. Zeit. I'll get your things ready. Aha. Let's go. Na denn? Auf ins Gewölbe. Du darfst. Ins Gay-Wölbe? Ins Gay-Wölbe. Ein Keks. Keks! Ich bin jetzt schon wieder am Philosophieren, was ich zu Abendbrot esse. Kekse? Kekse? Nein, ich glaube, ich würde das Schönes bestellen. Geile Pizza oder so eine Kacke. Pizza habe ich sogar bei. Echt? Du hast eine Pizza bei? Ja. Zum Zusammenfalten aus dem Yps-Heft? Muss mit Wasser anrühren. So Dragon Ball Z-mäßig. So eine Kapsel, da mache ich einen Tropfen Wasser raus und dann... Ich warte ja immer noch darauf, dass sie irgendwann diese Mikrowelle finden, die es beim fünften Element gibt. Wo ist ein Hühnchen? Was ist das? Hühnchen. Lilo Dallas, Multipass. Multipass. Sie weiß, was ein Multipass ist. Komm, Gregor. Kunibert, wenn ich bitten darf. Ja. Der Dritte. Dein Frauenname war doch Gregor. Die sind nämlich doch gestorben. Die sind schon gestorben. Die waren noch dünner. Meine beiden Zweitnamen sind stumm. Kunibert, ja. Das X ist stumm. So, ich muss mich hier konzentrieren. Zieh die Scheiße hoch, du geile Sau. Oder mit Zeichentrickfiguren. Das ist immer ein schweres Sache. Das habe ich seit Roger Rabbit gelernt, dass das sehr effektiv ist als Kind. Das gibt bei jedem. Bei jedem? Naja gut, bei jedem geht's nicht. Also ich habe das eine Zeit lang mal versucht mit der alten von... wie hieß denn die alte Schrolle? Und was? Amanda Anaconda oder wie hieß die? Angela Anaconda. Das ist das komische, da funktioniert die Scheiße einfach nicht, weil die ist ja sowas von hässlich. Es ist immer so, hey, ich bin Angela Merkel als Zeichentrickfigur, willst du Liebe mit mir machen? Ich lass dir ein bisschen Salz. How about now? So. Lass los. Lass das. Auf zu spaßen, wir sind hier in königlicher Mission. Oh. Was denn? Hier waren wir doch schon. Da können wir doch eigentlich weiter, oder? Nicht, dass da oben nochmal ein neuer Kristall ist. Echt? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt auch wieder nur 400 Gold. Ja, weil wir das alles abgeben beim, Ach so. Wenn wir ankommen. Aber guck mal, jetzt ist es nicht ganz so schwer, weil jetzt kann ich das zum Beispiel... festankern. Ah. Wenn du es denn hinkriegen solltest. Das sagt der gerade mit dem Karren da oben runtergesaust ist. Ich nichts ohne meine Handwelt. Ohne mein Alkohol sage ich nichts. So, halt fest die Scheiße. So, komm hoch. Das geht ja gar nicht. Doch, also. Komm, willst du hier hoch? Komm, ich zieh den hier hoch und dann. Achso, ja klar. Kannst du hier hochspreizen. Tada! Müssen wir wieder hier hochdiven, ne? Jo. Ich geb dir mal ein bisschen Salz. Ah. Es ist ein richtiger hilfloser Bubi. Ja. Und jetzt? Steck fest. Moment, ich spring kurz rauf mit meinem Fliegengewicht. Ich bin oben. Alter, was machst du? Fällt er denn runter? Mehr essen, junger Mann, mehr essen. Och, mein Gott. Steh uns bei. Kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du eine Leid? Gibt es etwas, mit dem ich dich beglücken kann? Er ist auch sehr kurz geraten. So. Was machst du da? Komm hoch hier. Ja. Sind beide sehr kurz geraten. Ich glaube, die kommen aus demselben Dorf wie South Park. Okay. Lass rollen. Ich hab ihn. So. Folge mir in ein unbekanntes Land. Ah. So. Jetzt mal klappt's. Wer klopft da? Oh. Heidewitzka!
Jesus barmherziger. Kommen wir denn da nicht hoch? So, jetzt aber. Der Karren ist zu schwer. Wieso? Warum? Was soll das? Ah, jetzt aber. Zieh! Und wehe, du bist jetzt so garstig und lässt so, die Scheiße los. Good vibrations. Aber ihr noch guckt. Ah. Er hat so einen kleinen Diamantfetisch, glaube ich. Reib mich ein mit dem Schweinekram. Der Junge in der Geschichte. Das hat natürlich keiner gehört. Naja, ich habe ja Piepsounds in meinem Magics. Ah, okay. So, ah, da unten ist noch viel mehr. Guck mal, nehmen wir doch lieber hier unten den Highway. To hell. Den Grottenhighway. So, jetzt die fette Elke. Hast du mich gerade fette Elke genannt? Hast du mich gerade fett genannt? Hast du mich gerade Elke genannt? Jedes Mal kriege ich diese Scheiße auf den Kopf. Findest du mich nicht mehr attraktiv? Fand ich das schon immer? Ich glaube, hat sie blaue Haare.